Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder beim amerikanischen Outback unterwegs und wir sind bereits in Folge 98 und wir sind dabei, die Vorbereitung für die Nacht zu treffen. Ja, wir haben die Tiere bereits sauber gemacht gestern, haben auch, okay, wir müssen den Teleskoplader noch zurückholen von den Schafen, und da steht er noch, wir haben Wasser aufgefüllt und mit Wasser sind wir jetzt durch. Jetzt brauchen wir noch eine Runde unseren Milchpart hier. Wir werden die Sojamilch als erstes mal schön leer machen hinten und dann mal den Rest von den Kühen holen und dann den Spaß verkaufen. Dann können wir auch noch Schweinefutter rausholen aus der Sojamilchanlage, wie auch Gülle. Und ja. Wir müssen noch gucken, dass wir Treibstoff in die Sojamilchproduktion bringen und auch noch was verkaufen. Also noch einiges zu tun. So. Da sind wir wieder unterwegs. Einmal die Milch holen wir uns erst ab. Ich glaube, den Wassertank müssen wir eh ein bisschen zur Seite fahren, damit wir besser an die Futtergeschichte rankommen. So. Ja, das füllen wir erstmal auf. In der Zeit, wo wir das machen, klicke ich mich oder verklicke ich mich. Ne, in der Zeit holen wir das gute Stück hier wieder weg. Ich schaue, wir kommen ein bisschen weiter runter. Dann gebt mal Gas. Ja, so sieht das Teil beleuchtet von innen aus, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, den kleinen Case hier. Ne, ihr seht die Tempoanzeige und sowas, das funktioniert alles. Ne, wenn ich vom Gas gebe, werde unten in dem grünen Display die Geschwindigkeiten niedriger. Ja, es hat ein gut schönes kleines Ding halt, ne? So, hier fahren wir jetzt rein. Schwupps, nehmen es gegen und nur rein. Und werden wieder mal neben der Silage da irgendwo abstellen. Das ist ja wieder ziemlich zentral. Haben hier keinen Regen gemeldet, also passiert auch nichts. Steht da sonst eh nicht in der Halle, sondern nur untergestellt. So, da sind wir wieder. Aus und Licht aus. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier das, was an Milch da war, rausgeholt. Und wenn ihr sehen wollt, wie ein dreckiger JCB von innen aussieht, das ist halt ein originaler JCB, das heißt, da seht ihr jetzt irgendwie, ja, nicht so viel. Da ist bei Mods mit IC-Steuerung und sowas dann zum Teil ein bisschen mehr los. So, da sind wir. Fahren jetzt schön in die Mittelspur und holen uns noch Milch, dann wird der Spaß nochmal verdickt. Nach dem Vorspulen morgens können wir auf jeden Fall schon wieder Milch verticken, glaube ich. Zwar nicht Soja, aber bei der Menge der Kühe sollte das kein Problem sein. Weil wenn man sieht, wir haben jetzt, wir behalten jetzt allein schon wieder 7.000-8.000 Liter über, ne, im Tank. Ja, die Güllegruben hier sind noch nicht ganz so wild. Die können wir noch locker in Ruhe lassen. Aber Gülle wegholen bei der Produktion, das sollten wir noch. So, hier sind wir gleich voll, dann geht es wieder los. Ja, da sind wir schon wieder. Wir müssen natürlich jetzt erstmal ein bisschen in den Gang gekommen. 30.000 Liter wollen noch bewegt sein, ne? Das ist halt so. So, ja, da ist der Stein, den ich schon mal erwischt habe. Das muss nicht unbedingt sein, muss ich sagen. Da muss ich nicht jedes Mal gegenfahren. So, Milchverkauf, ja. Gut, ja, wir stellen das Wasserfass gleich, Wassertank
kann gleich eben kurz ein Stückchen zur Seite. Dann müssen wir einmal Gülle und Futter da raus. Und dann müssen wir uns auch um den Treibstoff kümmern. Ich glaube, dann haben wir es so ziemlich. Dann haben wir das so ziemlich. So, hier sind wir schon mal auf der Verkaufsstelle. Und raus mit dem guten Zeug. Da soll es jetzt erstmal ein paar Euronen für geben, weiß ich, 36.000, 37.000, irgendwie sowas sind das ja immer. Das nehmen wir mal gerne mit. Treibstoffladung dürfte es noch eine Runde mehr geben. Aber da gucken wir dann gleich mal. Was wir da Schönes draus machen. Und die letzten Milliliter, da haben wir den Spaß schon. Ja, 36.000, wie meine Vermutung war ja richtig. Was irgendwie ja auch genau richtig ist, es gibt 1200 Euro pro 1000 Liter Milch. So einfach ist das Konzept. Kann man nicht viel falsch machen. So. Mal gucken. Einfachste Variante ist hier reinfahren. Weil hier stehen wir gleich genau an der Halle, wo das gute Stück auch hin muss, nämlich hier. Da haben wir es auch weggeholt. So. Und schon sind wir wieder solo unterwegs. Oh, das war eng. Ja, den einfachsten Platz, um das Wasserfass unterzubringen, ist eigentlich ein ganz einfacher. Das ist nämlich einfach eine Wasserzapfe selber, weil da können wir es nämlich gleich voll stehen lassen. Das macht immer mehr Sinn. Wenn man dann schnell mal Wasser holen muss und ist mitten in der Ernte oder sowas, dann muss man da nicht auf die Füllung warten. Das ist bedeutend angenehmer. So, gut, ja, dann geht es hiermit jetzt auf Tour. Den machen wir jetzt einmal voll Wasser und dann lassen wir das gute Stück da einfach stehen. Das ist die einfachste Methode. Ja, Kühlefass steht ja hier vorne an der Seite. Dann erledigen wir das und zügig unterwegs heute. Ja, und dann müssen wir noch eben das Schweinefutter da rausholen und einlagern. Das ist auch nicht so wild. So, Wasser ist hier. Das ist zum Glück schon alles. So, auch das läuft. Ja, es sind also diese Handlanger nach und vor, gleichzeitig auch Vorarbeiten sind es ja meistens eher, weil damit sobald wir halt dann die Produktion morgen starten können, das heißt, sobald wir Soja ernten, es da reinmachen, kann es halt losgehen und wir müssen dann nicht erst alles zusammensuchen, weil dann wollen wir natürlich weiter die Ernte machen. Ja, so simpel ist es. Deswegen mache ich das jetzt immer sozusagen als Schlussarbeit nach Feierabend. Genau wie ich morgens halt immer erst einmal die Tiere sauber mache und nochmal verkaufe. Das ist halt das, was man halt dann vorher macht. Ne? Ja, ich kann den Traktor leider nicht davor wegnehmen, weil dann füllt er nicht mehr. So simpel ist es. Das heißt, ich muss die 30.000 jetzt einmal volllaufen lassen. Das haben wir aber gleich schon geschafft. Und dann so, können wir ihn stehen lassen. So, dann machen wir jetzt eine Gülle-Runde, brauchen wir nicht machen, weil wir haben ja gesehen, bei den Tieren ist nicht viel drin, 6.000, 3.000, also das ist nicht so sonderlich. Bei der Sojamilchproduktion ist, glaube ich, über 30.000 drin, da werde ich dann auch nicht zweimal fahren, sondern nur, nur einmal fahren. Und einfach nur die Ladung da rausholen und hier ins Lager packen.
So, ankoppeln das gute Zeug. Wie man das gute Fass oder Zeug haben wir auch gar nicht. So, da seht ihr das gute Zeichen. Und da fahren wir jetzt hin. Ja. Diesmal habe ich das mit meinem Bogen ein kleines bisschen besser hingekriegt. Das hat ja auch schon mal was. Steht da zwar derbe schief drin, aber es macht nichts, weil das Zeug läuft. Das ist alles, was wir brauchen. Ja, den Tankwagen für Sprit brauchen wir uns gleich nicht groß suchen, weil der steht schon direkt an der Geschichte, weil den haben wir ja zum Tanken dazwischen gestellt gehabt. Weil wir können ja selber so direkt nichts da rausholen mit unseren Traktoren, aber wenn wir den Tankwagen voll machen, dann können wir vom Tankwagen auch aus unsere Geräte betanken, was ich sehr gut finde, muss ich sagen. So, komm her, eine Ladung Gelee soll weg. Dann ist die Produktion Wasser gefüllt. Soja kommt mit der Ernte logischerweise und Sprit machen wir als nächstes und sozusagen als letztes, bevor wir in die Nacht gehen, weil das müsste nämlich eigentlich der letzte Vorgang sein. So, ich muss mal gucken, ich glaube, ist Anliefern hier. Ja, bin ich doch richtig gefahren auf Anhieb, ist auch mal was. Man sieht auch ganz langsam, wie der Pegel steigt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel hier reingeht. Ich glaube, eine halbe Million Liter oder sowas. Irgendwie so eine Größenordnung müsste hier reingehen. Vielleicht auch mehr, ich weiß es gar nicht genau. Der eigentliche Bestand ist 126.000. Jetzt kommen nochmal 30.000 dazu. Das sieht nicht ganz halb voll aus. Boah. Ich glaube, das passt. Eine Angabe mit einer halben Million sollte auf jeden Fall reingehen. So. Na. Gut, haben wir das auch. Ja, theoretisch gesehen, in der Zeit, wo wir jetzt den Treibstoff machen können, können wir natürlich auch die Nacht schon vorspulen. So einfach ist es ja. Weil wir haben ja keine Arbeiter mehr laufen und wir machen auch nichts mehr mit den Tieren. Ich werde jetzt einfach stumpf, also spulen lassen. Ich kann hier auch nichts nachmachen oder auffüllen. Ihr seht selber, die Biodieselanlage ist fertig. So, ich hänge mich mal an. Wir haben 18.000 Liter schon drin. Ne? Wow, okay. Ich mache das Ding mal kurz voll. So. Jetzt bringe ich den Spaß mal eine Runde in die Anlage. Sprich, ich fülle hier natürlich den Treibstoff jetzt wieder auf volle 20.000 auf. Wenn ich jetzt in die Milch reinfahre, ist ganz einfach. Auf der anderen Seite beim Rausfahren, das hier ist der Sprit. Das hier ist der Sprit. So, und dann läuft das Zeug da rein. Da müssten wir eigentlich, wir können ja nochmal gucken in der Zeit, wo das hier abläuft in Ruhe. Ist ja kein Stress hier bei uns. Ist ja Nacht. Nachtschicht. So, wir haben fast die 90.000 Liter Wasser drin. Das ist okay, da werde ich jetzt nicht 2 Liter nachholen. Schweinefutter wollten wir noch eine Runde rausholen. Das können wir noch machen. Und das sollten wir wahrscheinlich auch noch machen. Das ist aber auch nicht so wild. Ja. Ich schalte jetzt gerade durch. So, er hat noch 3000 Liter drin. Ich habe jetzt gar nicht mal geguckt, wie viel wir jetzt noch drin haben. Ich werde es jetzt einfach das Ding voll machen. Das werden wir dann verkaufen. Dann gucken wir mal, wie viel wir noch drin haben. Wir müssen natürlich auch eine Sache noch kontrollieren. Zusätzlich. Das mache ich mal ganz kurz hier auf dem Feld. Wir haben in der nächsten Runde kein Raps. Das heißt, bei dem ganzen Soja werden wir natürlich gut Sprit verbrauchen. Das war die Mitternachtsgeschichte. Das heißt also, wir sollten vielleicht ein bisschen Sprit auch überbehalten tatsächlich. Ne? Ich glaube aber, dass wir
Wir sehen jetzt, wenn er aufhört zu tanken. Aber wir sehen, wir haben noch 15.000 Liter über. Das ist also durchaus nicht schlecht. Hier sind 12.000 Liter Futter noch drin. Und wir haben, glaube ich, auch noch eine gute Ladung Gärmittelreste hier. Auch nochmal 25.000. Also wir sind mit unserem Rumfahren hier eindeutig noch nicht fertig. Das möchte ich mal so sagen. Ja, wir werden jetzt einmal das Ganze jetzt zum Verkauf fahren. Es ist dunkel. Wo gucke ich denn? Hier müssen wir doch hin, oder? Da. So, ich setze mal den Marker. Das ist dann für mich ein bisschen einfacher im Dunkeln hier. Aber es müsste einfach nur an den Schafen vorbei sein, wenn ich ehrlich bin. So, dann heizen wir ja einmal schön rum. Ja, also haben wir noch zwei Sorten Futter rausholen müssen und Gärmittelreste. Kann ich auch hier lang fahren? Ich glaube schon. Fahren wir einfach mal. Nicht gesicherter Bahnübergang. Okay. Das ist gefährlich hier. So. Gucken, komme ich hier so ran? Ja, so geht's. Okay. Na, hier ist der Spaß auch schon. So. Ja, dann sollte es jetzt nochmal richtig Geld geben. So einfach ist das. Und mit dem Abpumpen hier möchte ich mich dann auch schon bei euch verabschieden. Hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Daumen nach oben wäre klasse, Abo wäre super und wie gesagt, sagt und schreibt ruhig zwischendurch, was ihr von den Zeiten haltet, wenn das Ganze hier rauskommt. Und ja, ich würde mich dann freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid und denkt dran, ein bisschen Unterstützung wäre nett und dann sage ich vielen Dank und bis morgen.